Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute bei mir ist ein ganz besonderer Gast und wir möchten heute über das Thema Heilung aus Sicht und Erfahrung der Geistheilung sprechen. Ja, herzlich willkommen, Herr Vorbrick. Es ist mir eine ganz besondere Ehre, Sie heute hier als Gast zu haben. Sie sind Geistheiler seit vielen Jahren und haben schon hunderte von Patienten behandelt, die auch schon austherapiert waren oder schwerst krank waren. Sie behandeln auch Tiere. Und so wie ich Sie verstanden habe, sehen Sie sich als ein Kanal für die Schöpfung, durch den Heilung geschehen kann. Kann man das so sagen oder wie würden Sie das ausdrücken? Das sehen Sie richtig. Erst einmal recht herzlichen Dank für die nette Einladung. Und ich bin froh, dass wir das jetzt mal ein bisschen mehr den Menschen zuführen können, dass diese Themen jetzt endlich mal Runde machen und in die heutige Zeit auch passen. Ja, die Heilung generell ist ja eine gänzlich andere wieder geworden, weil durch die Schulmedizin ist natürlich alles in die Ecke gedrückt worden. Es wird nur noch an der Peripherie behandelt, es werden nur noch die Maschinen repariert, aber die Ursachen werden dadurch außer Acht gelassen. Und deswegen werden die Menschen auch nicht gesund, was sie auch gar nicht sollen. Ja. Ja, wir sind auf Selbstheilung programmiert, vielleicht da nachher noch ein bisschen mehr dazu. Und deswegen ist es wichtig, dass die Menschen jetzt auch über dieses Video, über dieses Treffen ein bisschen wacher werden. Und das machen sie ganz toll, dass sie das den Menschen zuführen. Zu Ihnen kommen ja jede Menge Patienten seit vielen Jahren. Wenn die zu Ihnen kommen, wie geht es denen? In welcher Verfassung sind die oft? Sind die oft schon, ja, dass die sagen, das ist jetzt mein letzter Versuch oder mit welcher Haltung kommen die zu Ihnen? Ja, es sind 60%, klingt hochtrabend, aber es ist wirklich so, austherapierte Menschen mit den verschiedensten Krankheitsbildern, laut Schulmedizin. Ja, aber da würde ich gern auch später noch was dazu sagen. Es gibt auch leichtere Fälle, die sagen, nein, ich will das gar nicht erst einreißen lassen, wenn ich fertig bin, kaputt da liege oder mich ins Krankenhaus begeben muss. Das passt mir nicht, da will ich lieber Prophylaxe üben. Und ja, und deswegen, wie gesagt, das sind dann nochmal 20, 30%. Das sind leichtere Fälle, die aber im Grunde genommen voneinander gar nicht abweichen, ob das jetzt Härtefälle sind oder leichte Fälle. In jedem Fall gibt es keine unheilbaren Krankheiten, dazu stehe ich nach wie vor und das wird auch immer wieder bewiesen. Da werden man auch noch ein bisschen genauer Ja, drüber sprechen. genau. Aber es gibt unheilbare Menschen. Ah ja, Gut, okay. gut. Wie ist es, wenn die Menschen zu Ihnen kommen? Haben die diese Haltung, dass sie sagen, ich gehe jetzt hier zum Heiler und der macht mich gesund und ich brauche mich bloß hinlegen und dann stehe ich auf und bin gesund? Oder was erleben Sie? So war es noch vor 10 Jahren, weil die Menschen ja ausgerichtet waren durch die Schulmedizin nach dem Motto, ich komme zu dir, mach mal. Ich brauche jetzt Tabletten oder Spritzen und dann geht es mir wieder gut. Mittlerweile werden immer mehr Leute sich ihrer selbst bewusst und wissen ganz genau, die Schulmedizin ist hier begrenzt mit Tabletten und Spritzen, auch mit Operationen. Auch da könnte ich ja Bände sprechen, könnte ich da jetzt. Oh, das ist der Wahnsinn. Ja, egal, das will ich erstmal in den Raum stellen. Also, Genau. es ist alles behandelbar, grundsätzlich. Ob das jetzt akute Krankheiten sind oder ob das jetzt Krankheiten sind, die der Mensch schon 25, 30 Jahre mit sich rumschleppt. Egal, diese Menschen können wieder gesund sein, wenn sie es von Herzen wollen. Und das füge ich jetzt doch mal an. Wir sind auf Selbstheilung programmiert. Das sollte den Menschen jetzt immer mehr nicht nur klar sein, sondern auch bewusst sein.
Da kommen wir gleich, also noch genauer darauf. Meine Frage ist, wenn, also angenommen, ich komme zu Ihnen, ich habe eine chronische Krankheit und Sie behandeln ja in mehreren Behandlungssitzungen. So wie ich das verstanden habe, sind das meistens immer 3 Sitzungen, die erfolgen. Und danach praktisch, also wir können auch noch darüber sprechen, was genau eigentlich passiert oder wie man sich das vorstellen muss. Also ich frage mich, was passiert danach? Der Mensch geht nach Hause und es kann passieren, dass verschiedene Dinge sich ändern. Also oder es kommt eine Erstverschlimmerung, wie man das ja auch von der Homöopathie brauche ich ja gar kennt. Nichts mehr zu sagen. Also meine Frage ist halt, welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Was bekommen Sie für Rückmeldungen von den Patienten mit den Erstverschlimmerungen? Wie gehen die Patienten oder die Menschen damit um? Also es ist so, die Menschen kommen zu mir und wünschen sich natürlich eine Heilung in irgendeiner Form. Wodurch und durch wen auch immer, spielt für sie keine Rolle. Sie wissen nur, das brauche ich nicht mehr, das will ich weghaben. Ne? Mhm. Ja. Und dann gibt es diesen Zyklus, den Sie mir gerade angeführt hatten, von einer Woche. Und dann in diesem Zeitraum gehe ich durch jede einzelne Zelle, werfe raus, was nicht mehr benötigt wird, was in diesem Leben völlig fehl am Platze ist. Zum Beispiel, ich nenne es nur mal als Überblick jetzt, Fremdenergien jeglicher Art, wenn Sie da Spezielles wissen wollen, können wir darüber sprechen. Dann negative Inkarnationsenergien, das heißt, was wir über unsere Gene alles mitbringen, das sind ja nicht nur gute Dinge. Könnte ich auch schon wieder 5 Beispiele nennen. Und dann Fremdbesetzungen, die sind jetzt im Moment auch wieder stark im Kommen, weil die schwarze Macht, Machtgeiz und Gier, Geldoligarchie, mehr muss ich nicht sagen, Finanzoligarchie, will natürlich ihren Status halten und sieht aber, dass die Fälle langsam davon schwimmen. Ja, und dann sprühen die natürlich mit allen Mitteln, ob das jetzt Impfung ist oder ob das Vergiftung der Lebensmittel ist, vorsätzliche und so weiter und so weiter. Das kann man alles im Internet nachlesen und es ist nicht dahergeholt. Da gibt es Menschen, die darüber aussagen, die es selbst erlebt haben und so weiter und so weiter. Also, dass es einfach eine Vielzahl von Faktoren gibt, die auf die Gesundheit des Menschen einwirken, sozusagen. Ja, negativ. Ja. Ja. Was erleben Sie bei Ihren Behandlungen als überwiegend? Oder kann man das überhaupt sagen? Das ist sowas. Ja, doch, ja. Kann man. Das ist egal, in welchem Zustand sich der Patient befindet. Ich merke sofort, wenn die Fremdenergien, wenn ich die auflöse oder auflösen lasse, dass der Mensch diese Befreiung, diese Ausatmung spüren kann. Und ich erlebe das fast täglich, wenn jetzt die Patienten dann fertig sind mit der Behandlung, mit diesem Komplex, dass sie dann sagen, irgendwie bin ich anders. Ich weiß nicht, was ist, aber irgendwie fühle ich mich ganz anders. Und dann frage ich, wie fühlen Sie sich denn? Ja, ich weiß auch nicht. Ich sage dann, fühlen Sie sich belastet? Nein, nein, ich fühle mich viel freier. Ich fühle mich so leicht. Und ach, ich weiß auch nicht, das Leben bekommt auf einmal einen Sinn für mich. So dass der Körper jetzt wieder in Verbindung mit dem Geist sich regenerieren kann und voll zuschlagen kann. Und da erwähne ich jetzt gleich noch, bei mir bekommen die Menschen Hausaufgaben mit, die sehr, sehr wichtig sind, die die Energien am Fließen halten, die ich reingebe zusätzlich. Ich gebe ja auch Energien rein, ich nehme nicht nur die Fremdenergien raus. Die Hausaufgaben sind natürlich sehr, sehr wichtig, um dieses neue Leben aufrechtzuerhalten. Das heißt, nicht wieder in den alten Hamsterkäfig zurückzuspringen, in dem ich mich befunden habe und dadurch auch krank geworden bin, sondern jetzt bin ich frei und jetzt soll ich auch frei bleiben, muss natürlich was dafür tun. Das heißt, ich muss wieder Eigenverantwortung für mich übernehmen und muss verschiedene Dinge für mich anwenden. Sei es eine ganz leichte Veränderung in der Ernährung, im Umgang, im öffentlichen Umgang, oder wenn ich in Gesprächen bin und merke, oh, die tun mir nicht gut, dass ich nicht sage, okay, ich höre mir das an,
Das macht mich fertig innerlich, das macht meine Festplatte kaputt, genauso wie Nachrichten, negative Nachrichten. Und das sind ja nur 95%. Und aus diesem Grunde ist es wichtig, diese Hausaufgaben akribisch auszuführen. Und dann wird das alles automatisiert vom Geist und vom Körper. Und in dem Zusammenhang kriegt der Mensch dann der Patient, der ist dann gar kein Patient mehr, der ist dann wieder richtig Mensch und steht im Leben. Ein ganz tolles Lebensgefühl. Er rennt dem Leben nicht mehr hinterher, muss nicht mehr kämpfen, sondern das Leben kommt auf ihn zu. Das ist eine ganz andere Lebensqualität. Und Sie besprechen praktisch dann im Rahmen der Behandlung diese Hausaufgaben mit dem Menschen und ja. Der nimmt die mit nach Hause und was erleben Sie da? Verfolgen das auch die Patienten so oder teils. Ja. Also die größte Anzahl der Patienten nehmen das akribisch an und war auch und merken dann, Mensch, das Leben ist super, das gefällt mir so und das will ich so weiterführen. Es gibt einen gewissen Prozentsatz, darunter zählen zum Beispiel die Manager oder Konzernleiter oder wie auch immer man diese Menschen jetzt von der Berufsgruppe her benennen will, die dann sagen, ja, jetzt fühle ich mich gut und jetzt gehe ich wieder, jetzt geht es los auf Arbeit, jetzt räume ich da aber auf und jetzt zeige ich euch mal, was losgeht, jetzt habe ich wieder Kraft. Und dann ist es natürlich schwer, wenn die den zweiten Teil nicht anwenden, der auch dazu kommt, das nenne ich immer Handwerkszeug fürs weitere Leben, da richten die Leute sich selbst aus. Und zwar dahingehend, dass sie das Alte, was ihnen nicht gut tut, einfach weglassen und sich aus Situationen, die ihnen nicht gut tun, rausnehmen. Unter anderem. Und wenn das nicht der Fall ist, dann dauert es meistens ein halbes Jahr. Es sind nicht viele Leute, aber es sind einige doch. Viertel bis ein halbes Jahr und dann rollen die Leute wieder im alten Hamsterkäfig. Kommen dann auch die Symptome wieder zurück oder wie muss man sich das vorstellen? Die kommen nicht so stark, das dauert dann meistens 1-2 Jahre, aber die kommen zurück. Weil das sind ja Teile der Ursachen, auch wenn die Fremdenergien raus sind. Aber ich ziehe das ja wieder an durch das Gesetz der Resonanz. Ich beschäftige mich mit dem Stress, ich beschäftige mich mit negativen Dingen, sende es aus, also bekomme aus dem Universum davon viel mehr zurück. Und damit gehe ich dann in den alten Zustand Stück für Stück wieder. Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann geschieht Heilung praktisch so, dass ich komme zu Ihnen, Sie behandeln mich, Sie befreien mich von Fremdbesetzungen und verbinden mich wieder mit meiner Schöpferenergie. Und dann ist es meine Aufgabe praktisch, mich darum zu kümmern, dass ich diesen Zustand beibehalte. Indem ich praktisch diese Hausaufgaben mache und mich einfach um diese Aufgaben kümmere. Das ist so richtig. Ich würde es aber nicht nur auf Fremdbesetzungen begrenzen, sondern generell Fremdenergien, negative Inkarnationsenergien. Da haben Sie recht. Das ist so. Ich nehme mein Leben dann einfach in die Hand, weil es fühlt sich ja gut an und das will ich so weiter fortführen. Und alles, was mich daran stört oder davon ablenkt, das soll ja wegbleiben. Und das übe ich dann sozusagen. Und das automatisiert sich so sehr, das geht ganz schnell, das dauert ein Vierteljahr, dann sind Sie so drin, dann brauchen Sie die Zettel fast gar nicht mehr. Dann kommt die Situation, wo ich merke, das ist aber nicht gut für mich. Bam, kommt schon wieder die Gegenreaktion. Was habe ich gelernt? Ach genau, ich nehme mich raus. Und super. Ich würde gern doch nochmal über das Thema Erstverschlimmerung sprechen, weil ich glaube, das macht doch einiges mit jemandem, der zum Beispiel schwer krank ist oder und geht dann nach Hause und der Körper reagiert vielleicht erstmal sehr heftig mit Schmerzen oder die Symptome verstärken sich eben und das kann ja, ich denke, für viele auch Angst erzeugen, wenn sich die Symptome erstmal verschlimmern. Ja, haben Sie da Beispiele oder was haben Sie da schon erlebt? Ja, da habe ich auch schon einiges erlebt. Das ist klar, wir sind alles Menschen und da erlebt man sehr viel. Und das finde ich auch sehr spannend und sehr interessant. Und die Leute, die hier zuhören, die werden mir das vielleicht auch in der Form abnehmen und sagen, Mensch, ja, das ist so ähnlich, habe ich schon mal gehört. Ich war auch schon mal beim Homöopathen und der hat mir was gegeben, Kügelchen, und da sagte ich, was soll ich denn mit Kügelchen? Hat er gesagt, nimm die helfen. Okay, ich habe sie mal genommen,
Und auf einmal habe ich Kopfschmerzen bekommen und mir wurde es übel. Und dann habe ich den angerufen und habe gesagt, um Gottes Willen, ich wollte doch, dass Sie mir helfen, aber mir geht es ja so dreckig. Und dann hat er gesagt, ja gut, das sind Erstverschlimmerungen. Der Körper reagiert drauf, sogar auf die Kügelchen, das sind nur Informationen. Warten Sie ab. Und so ist es bei mir auch. Es gibt die Möglichkeit oder es gibt verschiedene Varianten der Erstverschlimmerung. Die erste Variante ist, dass Sie während der Behandlung bei mir schon auftreten. Also stärkere Schmerzen beispielsweise bei Schmerzpatienten oder generell erstmal Schmerzen, wo noch nie welche da waren. Und dann da bereite ich aber die Patienten vor, weil in dem Moment ist es wichtig, dass sie nicht ihre Aufmerksamkeit dorthin lenken und sagen, au, 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 was ist denn das jetzt? Jetzt wird noch schlimmer, um Gottes Willen, was mache ich denn hier? Sondern, dass sie sich ablenken auf einen anderen Körperteil und einfach geschehen lassen. Weil, da könnte ich jetzt auch wieder ein Beispiel bringen. Ich bringe mal ein Beispiel jetzt, ja, einfach mal zwischendurch. Gerne, ja. Ich hatte mal einen Patienten Mitte 40, der hatte chronisches Asthma und der hat selber angerufen, um einen Termin bei mir zu bekommen und hat so, ich brauche mal einen Termin bei Ihnen, ich kriege fast keine und so weiter und so weiter. Er hat gesagt, okay, wenn Sie das wirklich wollen von Herzen, dass Sie diese Krankheit los sind, dann können wir das gemeinsam tun, weil wir sind für Selbstheilung programmiert, ich nehme raus, ich gebe rein, ich rege an, aber Sie sind dann weiterhin gefordert, eben das durchzuführen und weiterhin anzuwenden, was dazu kommt. Ja gut, eine Woche behandelt, es wurde etwas besser, er konnte schon sprechen, aber ich habe auch gesagt, das ist ein Prozess. Es ist immer ein Prozess. Heilung ist immer ein Prozess. Das ist nicht schnapp ab, Spritze und mir geht's gut, Schmerzen sind weg, aber die sind in 2 Tagen wieder da. Weil hier geht's an die Ursachen. Und demzufolge ist es klar, dass es dann ein Prozess ist, dass der Körper wieder alles langsam in die Ursprungslage zurückentwickelt für den gesunden Menschen. Den nächsten Tag rief seine Frau an. Es ist sehr schlimm geworden bei ihm und er konnte die ganze Nacht nicht schlafen, er hatte solche Schmerzen, hat auch kaum Luft bekommen und jetzt hat er noch an seinem linken Fuß, der ganz kleine Zeh außen, das fühlt sich für ihn so an, als wenn den jemand rausdreht, rausreißt. Und das war vorher nicht. Was ist denn das? Da habe ich gesagt, warten Sie ab, man weiß nie, wo die Fremdenergien stecken. Und einen Tag darauf rief sie wieder an. Er konnte wieder nicht schlafen, er ist bald am Ende mit seiner Kraft. Ich sage es Ihnen jetzt ganz vorsichtig, ich glaube, er will Sie fast umbringen. Ich sage, warten Sie ab, trösten Sie ihn, Sie schaffen es. Es dauert 1-2 Tage noch, dann sind Sie durch und ich kenne ja seine Konstitution, er wird es auf jeden Fall schaffen. Ja, und nach 3 oder nach 4 Tagen, ich weiß es nicht mehr in dem Zusammenhang jetzt, rief eine männliche Stimme an und sagt, hier ist der Herr so und so. Ich sage, was? Sind Sie das wirklich? Sagt er, ja. Sagt er, ich bin's. Sagt er, ich bin einen Tag darauf aufgewacht. Mein linker Zeh hat überhaupt nicht mehr wehgetan. War alles gut. Und mein Asthma war weg. Ich sage, genau so war's. Die Ursache hat in Ihrem linken Zeh gesteckt. Und ich sage, da haben Sie die als Kind mal irgendwo in einer Situation, die sich für Sie nicht gut angefühlt hat, haben Sie irgendwo gegengetreten aus Wut. Sagt er, ja, genau so war das. So, siehst du? Und da hat sich die Fremdenergie festgesetzt. Und das sind jetzt die Auswirkungen, die kamen bei Ihnen. Und jetzt ist es gelöscht, gelöst und jetzt sind Sie frei. Ja. Sagt er, Dankeschön. Hm. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, war nur ein kleines Beispiel. Ja. Da gibt es ja ganz andere Härtefälle. Ja, aber ich denke mir eben, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass es eben auch wirklich sehr beängstigend sein kann, eine Erstverschlimmerung zu erleben. Ja. Und dass man in solchen Momenten vielleicht schon Fragen hat und sich denkt, oh Gott, was passiert hier mit mir überhaupt? Mhm. Schaffe ich das überhaupt? Mhm. Und da ist einfach, glaube ich, der Kontakt zu Ihnen dann in der Phase nochmal wichtig, dass Sie nochmal rückversichern, dass sind die Prozesse, die einfach geschehen in so ist es. So einem ich bereite Rahmen. Die Patienten schon darauf vor, das ist richtig. Aber wie der Körper reagiert, in welcher Intensität und in welcher Zeitspanne, das kann ich natürlich vorher nicht sagen.
Das ist bei jedem anders, ne? Aber Sie können natürlich auch gern dann anrufen und sagen, oh, ey, was ist dann los und um Gottes Willen. Und dann reden wir ganz kurz drüber und dann beruhige ich die Patienten wieder und gehe eben darauf ein, Erstverschlimmerung und so weiter. Und dann spüre ich bei dem Telefonat, spüre ich schon, ob der das noch länger braucht, um durchzuhalten oder ob das kürzer ist. Und dann sage ich, Sie müssen nicht mehr lange warten. Sie haben es fast geschafft. Halten Sie durch und Sie werden es nicht bereuen. Und genau so ist es auch immer. Und ich kriege dann die besten Rückmeldungen. Haben Sie es erlebt, dass Patienten einfach nicht mehr gesund geworden sind? Oder was ist stattdessen vielleicht passiert? Ja, das habe ich. Ich habe ja auch viel Schulmediziner da, Doktoren, Professoren. Und da muss ich ehrlich sagen, sie werden Gott sei Dank auch immer wacher. Und diejenigen, die dann wirklich sich öffnen und sagen, egal was passiert, ich nehme diese Heilung dankend an und öffne mich, fertig, aus, egal was passiert, wie gesagt. Und bei denen ist es so, dass sie ruckzuck durchkommen. Und wenn die dann ihre Hausaufgaben und das Handwerkszeug weiter anwenden, dann ist das alles für sie erledigt. Und dann gibt es diejenigen, die über den Dingen stehen, also diese Halbgötter in Weiß, die kennen wir von der Visite, rechte Hand in der Tasche. Na, Frau Müller, wie geht's uns denn heute? Das sind die, die alles wissen, alles beherrschen, aber im Prinzip nur dem Lehrplan der Pharmaindustrie folgen. Gar nicht auf den Menschen eingehen, den gar nicht fühlen können. Und wenn die dann zu mir kommen, und ich weise sie darauf hin, wir sind auf Selbstheilung programmiert, sie müssen bitte mitmachen, sonst kriegen wir das nicht hin, wir kriegen es nur gemeinsam hin. Ja, das mache ich, das ist kein Problem, das mache ich, ich will ja schließlich gesund sein, ja, aber eben nur oberflächlich, nicht mit dem Herzen. Und dann kriege ich 14 Tage später einen Anruf, ja, das hat sich jetzt verschlimmert und ich war schon wieder im Kernspinnen und der Tumor hat sich vergrößert und ja, ich habe es doch gewusst, dass es nichts wird. Und ist klar, Glaube versetzt Berge. Also es kann sich jemand praktisch mit seiner eigenen Haltung und mit seinen eigenen Überzeugungen auch ganz immens im Weg stehen, sodass Selbstheilung eben nicht geschehen kann, auch wenn sie eigentlich sozusagen die Bahn freigemacht haben dafür. Genau so ist das. Ja. Ja, deswegen sage ich auch, es gibt keine unheilbaren Krankheiten, die gibt es nicht, aber es gibt unheilbare Menschen, die alles besser wissen. Aber nicht, weil sie denken, dass sie klüger sind, sondern weil sie so programmiert sind, so konditioniert, ne, und so ausgebildet. Ich nehme das den Menschen gar nicht übel, aber die sind eben noch in einer relativ niedrigen Bewusstseinsebene. Und da wird es Zeit, dass sie mal beginnen, sich ein bisschen mehr der Ruhe hinzugeben und in sich hineinzufühlen. Und dann fällt es auch weg. Ich würde auch gerne noch eine andere Gruppe Menschen ansprechen, die alles versucht haben und alles gegeben haben und bei denen vielleicht aus irgendeinem höheren Grund es einfach Zeit ist, zu gehen. Und ich fände es schlimm, wenn ich mich in so einer Situation als jemand sehen müsste, der es nicht geschafft hat oder der das nicht schaffen konnte und in gewisser Hinsicht versagt hat. Es gibt, also ich glaube, das ist auch wichtig für schwerstkranke Patienten, da aus diesem Druck herauszukommen, um jeden Preis überleben zu müssen. Gut. Ja. Ich hatte zwei Patientinnen, eine Ende 20, eine Mitte 20, auch voller Krebs, konnten gar nicht mehr kommen, waren gar nicht mehr in der Lage, zu mir zu kommen. Da habe ich Fernbehandlung durchgeführt. Es wurde kurz besser, aber danach sind sie regelrecht abgestürzt. Und dann habe ich Anrufe bekommen von deren Angehörigen. In beiden Fällen, wir haben gedacht, sie haben unsere Tochter wieder ins Leben zurückgeholt. Und unsere Tochter liegt jetzt vor uns und dann kamen schon die Tränen, das kann man am Telefon auch hören. Und sie hat ein völlig entspanntes Gesicht und sie lächelt, aber warum ist sie jetzt tot? Da habe ich gesagt, es gibt einen Seelenplan. Bevor wir als Seele auf die Erde kommen und in ein Embryo schlüpfen, da suchen wir uns eine Familie aus, in der wir bestimmte Erfahrungen sammeln wollen und dürfen.
Also wir suchen uns diese Familie aus und dann gehen wir dorthin. Aber wer ein bisschen nachdenkt, der kann das nachvollziehen. Genauso sehen wir ab und zu mal auf einer geraden Strecke, auf einer Straße, ein Kreuz zu stehen am Baum. Ja. Und da steht drauf, Peter, 18. Unser Peter, der war doch erst 18 und so ein guter Autofahrer. Wieso ist er gegen den Baum gefahren? Wieso ist er jetzt tot? Ja. Knallhart. Der war fertig. Der hat seinen Seelenplan erlebt. Mehr wollte er nicht und ist gegangen. Und das ist für die Angehörigen natürlich sehr, sehr schwer, das ist klar. Aber das muss man versuchen, mal mit dem Herzen zu erfassen. Weil die Seele ist dann wieder frei, die geht dann wieder nach Hause und ist glücklich und schaut von oben zu und sagt, ihr müsst keinen Trauer haben, ihr müsst euch nicht um mich sorgen, mir geht's gut, ich bin glücklich, ist alles wieder in Ordnung. Ne? Aber da muss man erstmal dahinter kommen. Das ist dann auch eine Frage der Spiritualität, ja, oder? Genau, wie spirituell jemand ist und dass auch diese Verbindung auch noch erlebt. Aber wir wollen auch in die andere Richtung gehen, dass wir die Totgesagten eben auch wieder ans Leben holen können. Mhm. Ja? Und das ist in den meisten Fällen, das sind ja schon, wie gesagt, sehr, sehr viele 100 Patienten von mir. Ja, also ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Aber wir wollen natürlich auch ganz viel über die Patienten sprechen, die bei denen Heilung auch geschehen ist. Ja, ich würde jetzt eben dann ganz gern überleiten in das Thema chronische Krankheiten und würde dann auch gern auf diese Fälle zu sprechen kommen, die es geschafft haben, obwohl sie eine denkbar schlechte Ausgangslage hatten aus medizinischer Sicht, trotzdem wieder oder einfach, dass Heilung geschehen konnte. Ja. Ein alter griechischer Arzt hat vor über 1000 Jahren mal gesagt, der Mensch stirbt nicht an der Krankheit, sondern an seiner Diagnose. Mhm. Und das erlebe ich immer wieder. Die Menschen, die zu mir kommen, sei es jetzt chronische, schon über längere Zeit mit Medikamenten irgendwie so halbwegs über Wasser gehalten worden sind, starke Schmerzen haben und so weiter, aber auch kürzerfristige Diagnose Krebs, die sind so fertig, da habe ich aus der eigenen Bekanntschaft auch ein Beispiel. Der Mann, der hatte immer mal, schon 10 Jahre lang, immer mal ein paar Bauchschmerzen. Der hatte also immer mal ein Magengeschwür. Und der ist auch zum Arzt gegangen und hat gesagt, da müssen wir mal nachgucken. Das stimmt aber nicht. Er hat zwar auch sehr viel geraucht und gern Alkohol getrunken, aber das spielt in dem Moment gar keine Rolle, weil der Körper war noch sehr stabil. Und er bekam diese entsprechende Diagnose. Mhm. Der ist nach Hause, ist zusammengesackt, ist ins Bett. Der hat innerhalb von 3 Tagen 10 Kilo abgenommen. Den haben sie sofort ins Krankenhaus gebracht. Und er hat gesagt, das kann ich gar nicht glauben, um Gottes Willen. Und habe jetzt diesen, oh Gott, oh, jetzt muss ich wohl noch sterben. Und ich habe dann von seiner Frau nach 4 Wochen die Todesanzeige bekommen. Er ist im Krankenhaus verstorben, weil er sich so zu Herzen genommen hat. Und das ist jetzt nämlich auch die Ausrichtung, das ist eine sehr gute Überleitung. Alles, was ich denke und fühle, das ziehe ich in mein Leben. Also, womit ich mich also, worauf ich mich ausrichte, das geschieht. Gehe ich ständig in die Vergangenheit, gehe ich ständig zur Erna rüber und rede über Krankheiten, dann kann ich davon ausgehen, dass mein Jetzt und meine nahe Zukunft genauso elend sein werden und ich überhaupt keine Chance habe, aus diesem Hamsterkäfig rauszukommen. Also gibt es wirklich nur eins, das ist die Ausrichtung. Und das bekommen die Patienten bei mir auch mit. Es ist nämlich sehr wichtig, worauf ich mich ausrichte. Da, wo ich meine Aufmerksamkeit hinrichte, fließt die Energie hin. Und zwar stelle ich jetzt oben drüber, unser Geist leitet, lenkt, steuert und erneuert unsere Materie. Das muss uns bewusst sein. Es geht alles über den Geist, zu 98%. Und so wie ich meinen Geist füttere, so programmiert er meine Zellen. Mhm. Ne? Ich kann Ärger reinbringen, ich kann Zorn und Wut reinbringen, ich kann eine andere verfluchen, dann kann ich davon ausgehen, dass es mir auch selber immer schlechter wird.
In dem Sinne, ist es ja auch so, mit diesen ganzen Diagnosen, die immer gestellt werden, aus der Sicht der Ärzte, die haben halt ihre Zahlen aufgrund ihrer Behandlungsmethoden, aber die haben keine Zahlen darüber, was jetzt zum Beispiel mit einem Krebspatienten passiert, wenn er zum Heiler geht. Ich kann es Ihnen sagen, ich habe im Moment 99% Erfolg. Es ist nicht überheblich, das ist einfach Fakt. Auch wenn es vielen Leuten nicht passt. Aber dazu stehe ich auch. Und die Leute, denen es nicht passt, die sollen mir ruhig ein paar Patienten vorbeischicken, weil ich werde nicht nur an der Peripherie rumwirken, sondern gehe wirklich an die Ursachen, kläre die Leute auf. Die bekommen, wie gesagt, die Hausaufgaben mit und sie richten sich danach völlig anders aus, um aus diesem Hamsterkäfig draußen zu bleiben. Und was das Allerwichtigste ist, ja, ich weiß, das sollte ich eigentlich gar nicht sagen, aber je öfter die Menschen dann wieder zum Arzt ran, alles passiert bei den wenigsten, die bei mir waren. Aber manche wollen eine tiefe Gewissheit haben, ob es auch wirklich alles weg ist. Je öfter manche Leute dorthin laufen, desto eher kriegen sie wieder, oh, dieser Wert stimmt bei Ihnen nicht, oh, hier müssen wir mal und Ihr Blutdruck und jetzt, oh, Ihre Bauchspeicheldrüse, ja, Ihr Zuckerwert hat sich auch erhöht in den letzten 14 Tagen. So, und dann schreckt dieser Patient schon wieder zusammen und sendet die falschen Energien über seinen Geist in die Zellen. Ja, und dann wird er wieder krank, das ist ganz normal. Ja, ich weiß nicht, ob Sie den Dr. Hamer kennen, ob Sie von dem schon mal was gehört haben. Namentlich, ja. Der hat ja auch eben über diesen Diagnoseschock berichtet und wie sich das auswirkt. Ich habe in dem Zusammenhang schon oft überlegt, eigentlich müsste man mal so ein Gegensetting machen, dass jemand zu jemandem geht, der einen Arzt spielt und der Arzt sagt ihm, Sie sind wieder gesund, es ist alles in Ordnung, Sie sind auf dem Weg der Heilung. Was alleine das schon ausmachen würde, Es gab zu in den hören. 80er Jahren mal auf der Insel, wo amerikanische Sträflinge hingegeben wurden, dass sie ja nicht wieder zurück können und Unheil anrichten weiterhin, gab es Tests, die sind eigentlich nicht veröffentlicht worden, aber sie kamen trotzdem durchs Internet zutage. Und ja, das will ich mal kurz ausführen. Da hat man beispielsweise an vier sportlichen Typen, noch relativ jung, hat man zu sich bestellt, ärztliche Untersuchung, Routineuntersuchung, und hat bei allen Einzelnen festgestellt, oh, Sie haben einen Hirntumor, um Gottes Willen, oh, das sieht nicht gut aus. Und Sie haben einen Magentumor und bei Ihnen hängt was an der Bauchspeicheldrüse dran, um Gottes Willen. Und da gab es dann Zeiten, die wurden sofort ständig untersucht, alle paar Stunden. Der kürzeste Patient mit dem Hirntumor, der hat 2 Stunden gebraucht, 2 Stunden, um sich einen faustgroßen Hirntumor wachsen zu lassen. Der war kerngesund vorher. Und dann ging das bis dahin, bis zu 3 Tagen, dann hatten sie alle die Tumore. Weil das war ein sehr überzeugender Arzt, der das auch ausgeführt hat. Und 14 Tage später, die haben dann ein bisschen gekämpft, 14 Tage später hat man die wieder hinbestellt. Einzeln aber, die wussten auch untereinander von sich nichts. Und hat gesagt, das war falsch. Es waren nicht Sie, das war eine falsche Aufnahme. Das war gar nicht bei Ihnen. Sie sind kerngesund. Das haben wir auch bei der letzten Untersuchung festgestellt. Sie sind wirklich kerngesund. Und da hatten wir es wieder. Nach 2 Tagen war der Hirntumorpatient frei von diesem Hirntumor. Er hat sich völlig zurückgebildet. Und der letzte Patient hat nach einer Woche wieder sauber ausgesehen, in Anführungsstrichen, Inneren. War also wieder kerngesund. Und daran erkennt man, was die Diagnose ausmacht, wie wir uns sehr mit Dingen identifizieren können und wie stark unsere Gefühle dann ausgeprägt sind. Ob das jetzt in die gute Richtung ist, umso besser, oder auch in die falsche Richtung, das übernehmen wir natürlich dann selbst. Und deswegen ist es wichtig, und das sage ich jetzt nochmal, wie unsere Ausrichtung ist. Und die sollte immer in die positive Richtung sein. Das heißt, wie will ich mich haben? Wie will ich sein? Gesund, voller Kraft, mit einem Lächeln, beim Spaziergang in den Alpen oder
oder beim Tanzen, wie auch immer, diese Bilder immer wieder, wenn ich den Geist mit diesen Bildern ständig füttere, dann gibt es für den nichts anderes. Dann sagt er, ich habe ja nur gute Informationen. Was waren da Knieschmerzen? Zellen, gesunde Zellteilung. Und dann heilt er sich selbst. Mhm. Das ist so. Gibt es genug Beispiele. Thema gibt es ja schon unglaublich viele Studien. Und ich glaube sogar, ich habe mal was gelesen, Stalin hat auch an Gefangenen Versuche unternommen, die genau in diese Richtung gingen. Hitler auch. Genau, an Menschen, die sich halt eben nicht wehren können. Das sind keine schönen Versuche, aber die zeigen uns auf jeden Fall, welche Rolle eigentlich der Geist bei der Entstehung oder Heilung von Krankheiten spielt. Und da wäre es natürlich jetzt auch für den Zuschauer auch interessant, sich mal selber zu erkundigen, was gibt es da eigentlich für Untersuchungen und welche Rolle spielt der Geist eigentlich dabei? Einfach mal das Netz durchforsten und nicht gleich aufgeben, weil vieles wird ja wieder rausgenommen von irgendwelchen Stellen, die das nicht mögen. Aber man wird letztlich fündig. Wenn man da 2 Tage dranbleibt, hat man 2, 3, 4 Beispiele und dann wird man selbst erstmal wach und sagt, ja, das ist ja Wahnsinn, das gibt es ja gar nicht. Also einmal, muss ich sagen, können die Krankheiten entstehen durch negative Inkarnationsenergien, in dem Moment, wo ich schon Dinge mitbringe. Zum einen und zum anderen können auch Krankheiten entstehen und die kann man natürlich mit dem Geist dann in jede beide Richtungen leiten. Und zum anderen entstehen Krankheiten, wenn ich jetzt mal so irgendwelche Routineuntersuchungen über mich ergehen lasse und der Arzt stellt fest, oh je, oh, Sie haben ja einen furchtbaren Wert, oh, oh, das ist bedenklich, oh, das können wir so nicht durchgehen lassen. Und dann kriegt der Mensch Angst, geht in die falsche Richtung, lässt sämtliche Untersuchungen an sich ausführen und kriegt dann, wie gesagt, Angst. Aber bei meinen Heilungen, das kann ich jetzt gleich dazu sagen, ist ein großer Bestandteil, ist auch Ängste, Panik, Sorgen und Zweifel kleiner werden zu lassen bei den Patienten beziehungsweise ganz rauszunehmen, dass sie einen besseren Start haben für das neue Leben. Ja, diese zwei Richtungen gibt es, aber wie gesagt, immer wieder auf der Basis, unser Geist leitet, lenkt, steuert und erneuert unsere Materie. Wenn mir das tief bewusst wird, dann ist mir eigentlich auch eigentlich klar. Wie schwierig ist das für uns alle, die wir mehr oder weniger als Materialisten aufgewachsen und erzogen worden sind, zu begreifen? Spiritualität spielt auch keine große Rolle mehr im Leben der meisten Menschen. Wie schwierig ist es, damit zu verbinden? Ja. Also es ist für den Verstand und für unser Ego schwierig. Ego will ja, dass wir leiden. Unser Verstand geht in die Vergangenheit und sagt, nee, so einfach ist das nicht. Das ist ganz schwierig. Wir können aber diese beiden Dinge, sage ich mal, ein bisschen in die Ecke drücken, indem wir uns in die Richtung begeben, gedanklich, die sich besser anfühlt. Ist es eigentlich das, was ich will jetzt? Oder was will ich denn eigentlich? Und das auch mal zu fühlen. Das heißt, ich mir auch mal Auszeit nehme, am Tag 2, 3 Mal, nur 2 Minuten, die Augen schließe, einfach mal zur Ruhe komme oder versuche zur Ruhe zu kommen und mal an schöne Dinge denke, die sich für mich im Leben gut anfühlt, an den nächsten Karibikurlaub oder an eine ganz hervorragende kulinarische Mahlzeit oder mal Gleitschirmfliegen oder einfach nur eine Wanderung an der Ostsee entlang. Ne, das Meerrauschen hören, also was meiner Seele gut tut. Und wenn ich dann immer mehr dadurch zur Ruhe komme, werde ich spüren, dass sich mein Inneres öffnet, die Seele langsam frei wird und ich die Zeichen meiner Seele auf einmal wahrnehme und die leitet mich nämlich. Die Zeichen, die inneren Zeichen, die kommen, sind die Zeichen, die mich am Leben halten, die mich dahin leiten, wo es sich für mich gut anfühlt, wo ich gesund bin, wo ich glücklich bin. Und wie gesagt, das kann ich nur erreichen, indem ich immer mal wieder zur Ruhe komme und das regelmäßig. Ansonsten wird das nichts. Die meisten Menschen hetzen nur im Außen rum. Höher, schneller, weiter, reicher. Der Nachbar hat schon wieder, wir müssen auch. Das ist doch nicht der Sinn des Lebens. Mhm. Dann liegen sie da mit 50, 55 und zappeln wie ein Käfer. Was ist das? Was ist das für eine Lebensqualität? Die Leute sollen eher wieder zu sich kommen. Und da hilft natürlich die neue Zeit, jetzt unsere Zeit, die Anhebung
energetische Anhebung der Erde in eine höhere Bewusstseinsebene und so weiter. Das ist ein extra Thema, spielt eine große Rolle mit. Und wir haben jetzt gerade in dieser jetzigen Zeit gute Chancen, uns genau in diese Richtung zu bewegen, uns selbst wieder richtig bewusst zu werden. Nicht nur klar mache ich, ja toll, ich weiß, ich muss das machen, aber nein, es auch zu tun und bewusst zu tun und hinterher festzustellen, ach, das hat mir aber gut getan, ja, Mensch, es ist wieder ein Brocken Stress abgefallen und das mache ich jetzt öfter und dann werde ich merken, komme ich doch in ein harmonischeres Leben. Ja, und in diesem Sinne wäre Krankheit ja dann eigentlich auch sowas wie die Sprache der Seele, die sich über den Körper, über die Symptome ausdrückt und sagt, mach mal Stopp, überleg mal, ob das, was du hier so machst, überhaupt noch im Sinne deiner Seele ist, dem, was du, weswegen du eigentlich hierher gekommen bist. Das haben Sie sehr schön gesagt. Ja. Genauso ist das eigentlich. Die Seele äußert sich über den Körper und wenn wir die inneren Zeichen nicht wahrnehmen, dann kriegen wir äußere Zeichen. Knieschmerzen, Kopfschmerzen, Migräne, Magen-Darm-Probleme und so weiter und so weiter. Und dann müssen wir fühlen. Und dann müssen wir fühlen, so ist es, ja. Und ja, dann müssen wir sogar was unternehmen. Und wenn wir es selbst nicht unternehmen, dann übernimmt es der Arzt. Aber wie gesagt, will ich mich jetzt dazu nicht weiter äußern. Dann ist es natürlich die für den Körper wohl bessere Lösung, wirklich in das Fühlen reinzugehen und mal nachzuspüren, welche Botschaft will mir der Körper da eigentlich bringen. Weil wenn ich natürlich jetzt zum Arzt gehe, Medikamente nehme, die meine Symptome bloß unterdrücken, was ja meistens der Fall ist, dann sende ich die Nachricht, oder also ich bestrafe ja eigentlich den Botschafter, ja, für die Botschaft, die er mir überbracht hat, ja, anstatt zu sagen, ja, vielen Dank für die Botschaft, ich spüre mal rein, was mir das eigentlich sagen soll. Das ist ganz wichtig, einfach zu fühlen und auch dann mal zu fühlen, wie gehe ich denn mit mir um, wie erfahre ich die inneren Zeichen über meine Seele, wie gehe ich mit meinem Körper um. Viele mögen ihren Körper gar nicht. Viele lehnen Dinge ab. Oh, jetzt habe ich schon wieder diese Magenschmerzen. Das muss jetzt mal aufhören. Das geht doch gar nicht. Hör doch mal auf, mein lieber Körper. So übertrieben gesagt jetzt. Und da kann ich mal ein ganz kurzes Beispiel anführen. Versetzen Sie sich zurück in Ihr 17. Lebensjahr. Sie lernen einen ganz netten Typen kennen. Ja. Einen ganz netten jungen Mann. Und sie verlieben sich gegenseitig so ein bisschen, sie fühlen sich gut miteinander, unternehmen was, gehen tanzen, trinken mal ein Glückchen Wein, kommen sich vielleicht auch schon näher. Und nach 6 Wochen stellen sie dann fest, der hat eine ganz schiefe Nase und der läuft mit dem linken Fuß so nach außen. Was ist das denn? Und beim nächsten Treffen sagen sie, du bist ein ganz toller Typ, ich könnte mir auch vorstellen, mit dir durchs Leben zu gehen. Genau. Und dann sagen sie, warum hast du so eine schiefe Nase, sag mal an, warum läufst du mit deinem linken Fuß so nach außen? Was glauben Sie, wie er ihnen gegenüber reagiert? Genau, der wird wahrscheinlich sagen, ja, such dir jemand anderen, der dir besser passt, oder? Genau so ist das. Mhm. Und das tun viele Menschen mit ihrem Körper. Und das sollte ihnen jetzt bewusst sein. Das, was ich ablehne, bringt mir keine Liebe und keine Gesundheit entgegen. Das ist doch ganz normal. Ich muss meinen Körper lieben. Auch mit irgendwelchen Symptomen, weil ich es übertrieben habe. Das Zeichen der Seele. Das muss ich annehmen und sagen, ja, ja, ich weiß, alles klar, ich muss kürzer treten. Alles in Ordnung. Mein Chef würde es nicht gefallen, aber ich muss es trotzdem machen, bevor ich umfalle. Warum ist es so schwierig für uns zu akzeptieren oder uns anzunehmen, wenn wir nicht mehr funktionieren? Konditioniert. Das ist eindeutig konditioniert und es wird durch die Gesellschaft von oben auch so vorgegeben. Wenn du nichts hast und nichts bist, bist du wertlos. Und das ist völlig falsch. Also ich sehe meinen inneren Wert oder erkenne meinen inneren Wert in mir. Und viele meiner Patienten jetzt auch schon. Die sagen, wozu habe ich denn jetzt diese Segeljacht und den Porsche? Den kann ich kaum noch fahren, weil ich keine Zeit habe. Und oh, mir geht es auch nicht so gut. Und wozu brauche ich denn das alles? Meine Riesenvilla auf Mallorca. Mensch, ich war jetzt mal mit dem Wohnmobil unterwegs. Wir waren mal 4 Wochen jetzt. Ich brauchte das aus. War mal nur in dieser kleinen Bude drin. Und wir hatten unseren Kocher, unser Bett. Wir waren viel in der Natur. Wir waren schwimmen. Wir haben gegessen. Wir haben aus der Natur auch gepflückt, Äpfel gepflückt und so weiter. Und ich war völlig entspannt nach diesem Urlaub. Das ist doch das Leben.
Und das sollte eigentlich uns mal zu denken geben. Und das Funktionieren, zu dem wir so konditioniert worden sind, das fühlt sich ja für viele tatsächlich lebensbedrohlich an, aus der Funktionalität auszusteigen und zu sagen, ich gehe jetzt eben vielleicht nicht mehr meinem Beruf nach oder meinem Job. Ich weiß jetzt vielleicht im Moment erstmal nicht mehr, wo das Geld herkommt, aber ich mache es trotzdem, weil ich glaube, das Leben wird mich auf den Weg bringen und da das Vertrauen zu gewinnen. Das göttliche Urvertrauen wieder zu gewinnen. Das ist ja auch so ein, so etwas, was in der neuen Zeit gerade geschieht, oder? Ja, da habe ich auch ein super Beispiel. Da Joe Dispenza zum Beispiel mit seiner kaputten Wirbelsäule und dann auch bei The Secret, da sagt einer aus, der ist mit dem Flieger abgestürzt, total zertrümmert der Körper. Und die Ärzte haben gesagt, Rollstuhl oder Tod, keine Chance. Und er hat gesagt, ich weiß ganz tief in mir, dass ich in einem halben Jahr hier aus diesem Krankenhaus aus eigener Kraft herauslaufe. Mhm. Ich weiß es. Und diese tiefe Gewissheit ist wichtig. Und er ist nach einem halben Jahr rausgelaufen. Da haben die alle gesagt, die Ärzte, die standen mit großen Augen da. Geht gar nicht, geht gar nicht. Man sieht doch, dass es geht. Es geht, alles. Ich muss es nur wollen, von Herzen her wollen und auch dann programmieren. In dem Moment, wo ich sage, Glaube versetzt Berge, ich weiß es, also ich führe mich zur Gewissheit, ich führe mich zur tiefen Gewissheit, es geht gar nicht anders. Und das führt dann nach Wochen, spätestens bei ganz schweren Krankheiten, nach Monaten, zur festen Überzeugung, dass es so ist. Und dann gibt es einen Knall und dann ist es so. Und es gibt ja auch sehr interessante Berichte von bereits bekannten Menschen, die sich selbst geheilt haben, wie zum Beispiel Clemens Kubi oder Anita Morjani, die eine Krankheit überwunden habe, die Clemens Kubi war querschnittsgelähmt, Anita Morjani war im Endstadium mit Krebs und trotzdem sind sie beide wieder gesund geworden und haben ihre Geschichte erzählt. Und ich denke, wenn man jetzt jeden Menschen, der sich selbst in diesem Selbstheilungsprozess gewesen ist, fragen würde, was hat bei dir eigentlich geholfen? Das finde ich, das sollte mal untersucht werden, genau was da passiert ist. Mein starker Wille, meine feste Überzeugung, ich bin noch nicht reif, ich bleibe noch hier, ich habe noch Motivation, ich habe noch Aufgaben, ich will meine Enkel noch betreuen, ich bleibe hier und ich bin wieder gesund, ich weiß es. Genau das ist es und nichts anderes. Und Menschen, die nicht ganz so stark sind, dafür sind dann eben auch gute Heiler da, also nicht die Wochenendheiler, die sagen, ich heile alles, alles prima, alles toll, sondern wirklich erfahrene Heiler, die die Menschen dort abholen, wo sie sich befinden und dann eben die Hilfe zur Selbsthilfe liefern. Hm. Ja? Es nützt ja nichts, wenn ich das lahme Pferd über die Hürde hebe und dann ist es immer noch lahm, sondern was mitgebe, dass es dann nach der Hürde selber beginnt, langsam loszulaufen. Mhm. Und das ist meine Aufgabe. Ich helfe vielen Menschen, die die eigene Kraft selbst noch nicht haben oder nicht mehr haben, diesen Weg beschreiten zu können und dann wieder in ihr harmonisches Leben einzutreten. Und ein ganz wichtiger Punkt ist da ja eben auch wieder diese Verbindung zur eigenen Seelenkraft zu spüren, oder? Diese Anbindung zu dem Tieferen, zur Urquelle oder zur Schöpfung, wie auch immer man das nennen möchte. So sagt man es esoterisch. Die Leute, die damit noch nichts zu tun hatten, wissen das so nicht, fühlen es so nicht, aber sie können trotzdem fühlen. Sie können nach innen fühlen, sie wissen nicht, was es ist und wie es zusammenhängt, aber es fühlt sich auch immer besser an. Und irgendwann fühlt es sich verdammt gut an. Mhm. Und das ist das Entscheidende, dass sie wieder im Leben sind. Genau. Ja, das war jetzt geballte Information. Ich weiß gar nicht, ob ich es alles so zusammenfassen kann, was ich jetzt alles gehört habe. Was bei mir so angekommen ist, ist wirklich, wie stark und kraftvoll unser eigener Geist ist und wie wichtig unsere Ausrichtung ist. Und dass wir wirklich daran wieder anfangen zu glauben und nicht so sehr an äußere Autoritäten. Und dass wir wieder ins Fühlen kommen und uns mit uns selber verbinden. Und ich habe verstanden, dass Sie Menschen eben genau auf diesem Weg sehr erfolgreich begleiten und eine unglaubliche Unterstützung sind im Heilungsprozess.
Vielen Dank. Ja. Ja, haben Sie schön gesagt. Das ist wirklich so. Sie haben den Punkt getroffen. Nicht im Außen, sondern im Innen. Das Leben geht von innen nach außen. Alles, was ich im Innen projiziere, manifestiert sich im Außen. Ob das jetzt die Masse erstmal glauben mag oder nicht. Aber es gibt tausende von Beispielen. Ich nehme jetzt ein ganz anderes Beispiel, kurz, und dann schließen wir das ab. Das hat mit Krankheiten gar nichts zu tun. Ja. Nehmen Sie mal irgendwelche Selbstständigen her. Hat einer eine gute Idee, ein junger Mann, und sagt, oh, das ist eine Marktlücke, das muss ich machen. Und dann erzählt das seinen Freunden und er sagt, ach, um Gottes Willen, das braucht doch kein Mensch, hör auf, lass es sein. Du schaffst es sowieso nicht, komm, du bist Durchschnitt, vergiss es. Und er hält dran fest und sagt, doch, ich weiß es. Das braucht die Welt, das braucht die Menschheit, das ist eine super Erleichterung fürs Leben. Und ich lasse es jetzt produzieren, erstmal konstruieren, produzieren. Und dann werde ich Werbung dafür betreiben. Und das Ding brummt, ich weiß es. Und die Leute sind froh, dass sie das dann haben. Und nach 2 Jahren treffen sich diese 2 wieder, die da gerade mal gesprochen haben. Bringt sowieso nichts, vergiss es. Und dann sagt der andere, ja, das ist ja jetzt, bist ja jetzt groß rausgekommen, bist ja jetzt schon Millionär. Naja, eigentlich war mir das von Anfang klar, dass du das schaffst, war mir klar. Wer sonst? Also, der hat einfach sich nicht beirren lassen, an seinem festen Willen sich festgehalten, sich an seiner Idee festgeklammert. Und da ist es jetzt egal, ob ich irgendwas produzieren lasse oder ob ich durch über meinen Geist gesunde Zellen auch wieder programmieren und produzieren lasse. Das ist genau das Gleiche. Wenn ich daran festhalte und den festen Willen habe und die tiefe Gewissheit und die feste Überzeugung zum Schluss, dann kann nichts schief gehen. Dann sind sie durch, dann sind sie draußen, dann sind sie der gesündeste Mensch, ist egal was war. Weil solange sie atmen, ich habe auch immer wieder Patienten, ich bin schon 94 und da können wir noch was machen, dann sage ich, solange sie atmen, gibt es Zellteilung. Und sie bestimmen mit ihrem Geist, ist es eine gesunde Zellteilung oder eine kranke Zellteilung? Was ist denn, fühlt sich dann besser an für mich? Also richte ich mich doch auf die gesunde Zellteilung aus, auf das, was mir Freude und Spaß macht über den Tag. Und ich mich im Endergebnis sehe, wie ich mich haben will. Voller Kraft, kerngesund, mit einem Lächeln bei einer Tätigkeit, die mir super Spaß macht. Schön, prima, vielen Dank, Herr Vorbeck. Sehr gerne, ich danke auch. Ich denke, dass es vielleicht auch eine gute Überlegung ist, mal sich zu fragen. Ich gehe zum Arzt und lass mich dort informieren und lebe mit diesen Informationen, die dann eben auch aus sich auf mich und meine Gesundheit auswirken. Genauso gut kann ich aber auch zu einem Menschen gehen, der mich unterstützt in der Ausrichtung, die mir zuträglich ist, im Sinne einer ganzheitlichen Heilung. Und ich denke, dass der Wert dessen eines Menschen wie der Herr Vorbrick und viele andere auch, die sich eben darum kümmern, Menschen in dieser Art und Weise zu unterstützen und zu begleiten, dieser Wert ist eigentlich nicht in Geld abzuwägen, wenn man bedenkt, was viele Ärzte nehmen oder was Chemotherapien kosten und so weiter, dann sollte man sich nicht davon abschrecken lassen, ja, zu einem Menschen zu gehen, der einem in dieser Art und Weise hilfreich unterstützt. Ja, dann hoffe ich, dass für jeden etwas dabei war heute und es gibt noch weitere Videos mit ähnlichen Themen mit dem Herrn Vorbrick, die wir besprechen werden und ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten auf unserem Kanal oder wo Sie das Video gefunden haben. Vielen Dank und auf Wiedersehen.